Phantom weiß gar nicht, was passiert ist. Wir haben ein Fenster. Mann, hätte ich dich doch nur schon früher gekannt. Was wir alles erreicht hätten. Keine Sorge. Erreichen wir es in Chicago. Hast du deinen Virus schon fertig? Mehr oder weniger. Mehr oder weniger? Mehr. Es wird klappen. Glaube ich. Was soll das heißen? Ich gehe in die Höhle des Löwen. Sei nicht so dramatisch. Komm du an ihre Server. Das Teil funzt schon. Und du bist die Legende, von der Clara ständig faselt? Die was? Wer? Vergiss es. So, und damit herzliches Willkommen mal wieder zu einer neuen Aufnahme und neuen Folge von Let's Play Watch Dogs, wo ich es gerade richtig verzockt habe. Denn wir brauchen erstmal einen fahrbaren Untersatz, der direkt da vor Ort da dran steht, was ich nicht gesehen habe. Sehr nice. So, es ist wieder Zeit für Hauptstory. Es sei denn, wir hätten hier irgendwas in der Nähe. Der Fixauftrag ist ein bisschen weit weg. Das heißt, wir schauen mal, dass wir hier irgendwie rauskommen. Auf die Straße da unten kommen wir nicht. Das heißt, wir werden mal schauen, dass wir da den Feldweg nehmen. Anscheinend kann das Navi diesen Feldweg nicht anzeigen. Ist ja fast schon realistisch, muss ich sagen. Alter, ich kenne genug Navis, die auch so das irgendwas nicht anzeigen können. So, 1600 Meter Luftlinie. Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, bis wir da rüberfahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen Bammel vor dieser Aufnahme, weil bei der letzten Aufnahme, wo wir Hauptmission hatten, da ging es ja drunter und drüber, wo wir in 2 Stunden nur 2 Missionen geschafft haben. Einfach weil ich dann total pissed off war. Und meine Fresse, das könnte heute wieder genauso werden, weil, ganz ehrlich, die werden ja nicht leichter, diese Missionen. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie schauen, dass wir da noch durchkommen, ohne dass wir dauernd am Failen sind. Also, auf geht's mal wieder auf die gute alte Straße nach Pawnee raus. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob wir das Ganze jetzt abkürzen können, ob unser Auto schnell genug dafür ist. Ach, wir probieren es einfach mal aus und mehr als nur failen können wir ja nicht. Ich habe jetzt halt keinen Bock da einfach um diesen See komplett rumzufahren. Da probieren wir einfach mal den Expressway, den ich da in der letzten Aufnahme gefunden habe. Besser gesagt, das war die Folge, die gestern rausgekommen ist, also Stand jetzt, wo ich das hier aufnehme. Da haben wir hier die zerbrochene Brücke, wo man von der anderen Seite rüberspringen kann. Und wir müssten hier auch irgendwo, da noch nicht. Nach dem Tunnel müsste, glaube ich, rechts sein. Genau. Diesen Weg hier haben, wo ich mich gerade phänomenal an den Baum gesetzt habe. Das haben wir gerade so geschafft. Ich glaube irgendwie nicht, dass wir das andere auch schaffen. Mit dieser Kiste. Doch, schaffen wir. Juhu. So. Einiges an Zeit, was wir jetzt hier übersprungen haben, weil wir hätten sonst, wenn wir auf die Karte schauen, hier den ganzen Weg außen rumfahren müssen. Bisschen ungeil. Bin doch erstaunt, dass er so gut läuft mit dieser Alarmkiste. So, und so sind wir jetzt schon hier oben. Die Zukunft liegt bei Bloom. Und ich glaube, ich weiß schon ungefähr, was wir machen müssen. Na, das kann was werden. Wenn T-Bone mit mir nach Chicago kommt, muss ich in das Gebäude. Blooms Hauptquartier. Security-Experten. Ja, das wird nicht leicht. Und ich bin ein Riesenecho auf ihrem Radar. Aber sobald ich fertig bin, habe ich Raymond Kenny so gut wie in der Tasche. Erreichen Sie Bloom.
Kurzer Blick auf die Karte nochmal. Genau, wir müssen in dieses Gebäude rein. Ich glaube, ich nehme das Auto, das wir noch haben. Wahrscheinlich wird es uns eine fette Sperrzone geben erstmal. Oh ja, fette Sperrzone. Ich bin beim Eingang. Hey Mann, sei vorsichtig. Du kannst da nicht einfach so reinwalzen. Das ganze Gebiet wird komplett überwacht. Die sehen dich und die Server werden gesperrt. Das wird die Sache schnell beenden. Also nicht entdecken lassen. Kein Problem. So, unbemerkt infiltrieren. Na locker. Erstmal eine Kamera. Da läuft eine Wache rum. Der hat eine Kamera dabei. Da drüben ist noch eine Wache. Ja, man merkt gleich, wo wir sind, weil wir haben hier so viele Kameras, wie man sich nur wünschen kann als Hacker. Was uns aber nicht allzu viel sonst bringt. Da ist noch eine Kamera, die vielleicht nochmal einen anderen Blick hat. Nur hier runter. Da kann man einen Kommunikator stören. Alter, ey. Gut, wir müssen hier das auf jeden Fall irgendwie ruhig angehen. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Da ist noch einer, den können wir sprengen. Was sagt uns diese Kamera hier? Soweit nichts Neues. Da haben wir noch einen. Okay, also das System, das ist echt übel. Da, den habe ich noch gar nicht gesehen. Den Typen. Okay, die Sicherheitsstandards sind echt fett hier. Da hat T-Bone nicht so ganz Unrecht gehabt. So. Da haben wir auf jeden Fall etwas, das man hacken kann. Zeig mal her, das geht irgendwo dahinter. Da habe ich gerade was entriegelt, aber ich habe keine Ahnung, was wo. So. Okay. Die Entriegelung scheint auf jeden Fall nicht da zu sein. Also von der Tür aus müsste es irgendeine Entriegelung hier rüber geben. Aber da muss ich glatt mal davon ausgehen, dass es hinter diesem Auto ist. Und wir ansonsten nur irgendwie, genau, ja, es ist da hinter dieser. Hä? So, die Kamera da. Da kann ich einen Kommunikator stören. Ich muss irgendwie eine Kamera finden, die da hinter das Auto kommt. Der hat eine Kamera. Da oben hängt noch eine Kamera drin. Die zumindest mal da aufmachen kann, was uns momentan aber nichts bringt.
erste Hürde ist schon mal, wie kommen wir da hinten ran? Alternativ ist hier noch eine Öffnung. Oh, ein netter Weg, den müssen wir mal später auskundschaften. So, das heißt, wir brauchen, da drin war noch eine Kamera, genau. Jedoch. Das heißt, hier haben wir jetzt einen Zugang. Gut, das ist die Frage. Da hinten steht ein Typ. Der kann aber nicht sehen, was hier hinten abgeht. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir warten jetzt, bis der hier rüberläuft. So, jetzt. Und können ihn ausschalten. Damit ist er hier in der Zone, wo insgesamt recht wenig einzusehen ist. So. Das Teil da müssen wir benutzen. Auch wenn der Kerl mir einfach durch die Fahrprüfung gefallen ist, sollten wir es lieber nicht darauf ankommen lassen, dass der uns entdeckt. Wir könnten den sprengen. Das größte Problem ist halt, dass da noch ein zweiter Hansel rumläuft. Das heißt, wir müssen jetzt mal schauen, wie der läuft, dass wir eventuell da den Kerl ausschalten können. Schön warten. Überhaupt nicht geil, wie der gerade geschrien hat. Jetzt hoffe ich nur, dass der die Hand da nicht sieht. Sonst müssen wir gleich seinen Kommunikator stören. Vielleicht auch so. Das wird gehen. Okay, nächstes Ziel. Den CTOS-Kasten mit dem Profiler scannen.
Ist die Frage, können die mich von da oben aus sehen? Sieht nicht so aus. Die andere Frage ist, auf der anderen Seite, da hinten steht eine Wache. Frage ist, ob der hier reinkommt. Was aber nicht so ausschaut. So. Dafür muss ich die Kästen aktivieren. Ah, die Leitung geht da unten durch. Wohin geht die Leitung? Da ganz hinter. Der Kerl patrouilliert da. Der andere da drüben. Ich hab's durch die Bürotür gehört. Sie hört das die ganze Zeit. Der Hausmeister meinte, es ist von einem Kerl namens DBC. Es war in einem Musikstück. DBC, ja? Mal gehört? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Die Zahlen. Sie sind in der Musik. Hey, komm runter, Mann. Wovon haben die gerade geredet? Cool. Den haben wir auch ausgeschaltet. Müssen wir nur dafür sorgen, dass wir den, der da hinter der Wand steht, den da ausschalten, während der da nicht hinschaut. So, der hier. So, der schaut weg. Sehr gut, Nummer 1 haben wir. Irgendwo noch ein Transmitter? Nope. Gut, Nummer 2 geht da hoch. Okay, wie kriegen wir die am besten weg? Mal schauen, wie die laufen, die Kerle. Die stehen dazu. Der eine steht da anscheinend nur rum. Die stehen da beide ziemlich lang rum. Wenn der weiterlaufen würde, also dahinter. Das ist so hinten lang, das wäre perfekt. Aber es sieht nicht danach aus.
Problem ist, ich bin gerade voll Israel in dem seinem Sichtfeld. So, kann ich da oben irgendwie die Kamera benutzen? Da ist ein Audio-Lock, da könnte ich... Ah, da könnte ich anlocken. Uiuiui, das war mal wieder Malcolm Deodato, das Audio-Log. So, ich warte jetzt noch kurz, bis der Kerl wieder hier rüberläuft und wieder hier hinten steht. Genau, weil er kommt jetzt. Denn solange, wenn ich es richtig mache, sollte es mir... Wobei, wenn ich es richtig mache, sollte es mir sogar anders noch möglich sein. Aber das sind zwei Optionen, die beide ich gleichzeitig ausprobieren kann. Das passt sogar. Also ich muss warten, bis der hier wieder hier drüben ist. Dann benutze ich hier diesen Anlocken. Dadurch sollte der hier rüberkommen, hoffentlich. Entweder kann ich dann dem seine Kamera benutzen, oder ich kann unbemerkt hier rüberkommen und dem Kerl eine reinhauen. Also... ab dafür. Wer war das, verdammt? Shit. Was ist denn hier los? Ich kann da nicht mehr anlocken. Was soll's? Ist nicht mein Problem. Kann ich den Kasten noch irgendwie erreichen da drüben? Muss der ein Kasten drin sein? Nope. Gut, dann gib mal das Solarmodul. Okay, das ist gut. Ich hätte schwören können. Mhm. Scheint nichts Schlimmes zu sein. Gut, dann auch mal eben den Double Clean Out. Ah, da sind wir mal noch ein bisschen. Ich liebe es. Köder werfen und zack. So, unbemerkt in Blooms Netzwerk eindringen. Sollte jetzt auch kein Problem mehr sein. So, einige Puzzlespielchen wieder. Aber gar nicht mal so einfach sind. Doch, sind sogar sehr einfach. Ich habe mich nur gerade ein bisschen verzockt. Okay, da ist wieder einer, der einen Timer hat, wenn er unter Strom steht. Das heißt, einmal, zweimal. Dreimal. Bin in Position, sollte nicht lang dauern. Wenn
du die Spyware installierst, wird ein Virus gestartet. Der scannt das System nach meinen Daten und löscht sie. Und die können das nicht entdecken? Nein. Ich kann die beobachten, aber die mich nicht mehr. Miss Gardner, ein gewisser Damien Brinks möchte Sie sehen. Damien Brinks? Worum geht es? Es geht wohl um Raymond Kenny. Ach so. Schicken Sie ihn her. Ja, ma'am. Tibor. Bin fertig. Dein Name ist Sauber und Spyware ist drin. Ja, ich registriere schon die Pings. Gut gemacht. Und jetzt raus da. Sekunde. Auf den Servern ist ein Name aufgetaucht. Jemand, den ich kenne, ist hier. Ich sehe mir das an. Mach keinen Scheiß, Aiden. Diese Jungs sind keine Dorftrottel. Ich bin bald zurück. So. Zeitverschwendung. Ist da irgendwo eine Kamera? Nein. Aber der wird mich vielleicht irgendwo hinführen, wo eine Kamera ist. Da ist Damien. Wo ist die Kamera? Die nächste? Da. Sie haben meine Aufmerksamkeit. Reden wir über Raymond Kenny. Eins nach dem anderen. Sie müssen wissen, dass ich Dreck gefunden habe. Über einige CTOS-Manager. Welche Art Dreck? Die kostspielige Art. Ganz ruhig. Ich bin kein Erpresser. Also kein Geld. Was dann? Ganz simpel. Sie können den Dreck haben. Weniges ist so einfach. Wie lautet der Preis, Mr. Brinks? Ich will in CTOS. Ich gebe Ihnen Kenny, den Dreck, sogar den Rächer, sobald ich mit ihm fertig bin. Ich weiß, die Leute da oben wollen das nicht erlauben. Aber die müssen es ja nicht wissen. Und Kenny ist gleich hier in Pony. Ist das nicht praktisch? Entschuldigen Sie mich. Wir haben Kenny. Bewegt euch. Es ist immer schön, wenn man helfen kann. Alarm ist ausgelöst. Seht euch um! Verdammt! Damien wird noch alles vermasseln. Warum merkt er das nicht? Wir brauchen Ray Kenny. Ich muss ihn da rausholen. Oh, erstmal muss ich selber hier rauskommen. Ich hab hier nichts. Ich geh nach da drüben. Kommt schon. Okay. Wir kommen hier raus. Sehr nice. Benjamin hat Tibor und verraten. Er wollte mich aufhalten und hat's auch versucht. Diesmal gewinnt er nicht.